Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Blade & Soul. Jetzt geht es erstmal hier dem Gefieder an den Kragen. Oh, das sind ziemlich starke und große Gegner. Wir haben nur die Möglichkeit, sie in die Luft zu schmeißen, wenn wir sie nämlich packen. Aber dann geht es auch direkt mit einem beherzten Axthieb dann zurück auf den Boden. Oh, wir schnetzeln uns natürlich hier in aller Ruhe durch. Den einen oder anderen Kombos. Und, oh, was haben wir da? Oh, jawohl. Da sind sogar Waffen dabei. Und warum machst du das wieder? Böses Ding. So, komm mal mit. Dich packen wir und nehmen ihn direkt mit zu dem Speer der roten Viper. Genial, oder? Ah, schön. Einfach kaputt gekloppt hier. Jawohl, da haben wir nämlich schon den ersten Bericht. Wir müssen nämlich nichts anderes tun, außer schnetzeln. Das ganze Spiel basiert halt nun mal letzten Endes darauf. Und das ist auch ganz gut. Macht nämlich auch Spaß. Klatsch. Und stark genug sind wir alle Male. Es ist schon cool. Ah, schön. Komm, wirbel dich mal hier rüber. Da sind wir nämlich direkt dran. Jawohl. Die hohe Kunst eigentlich bei allen Klassen ist es halt nun mal, Angriffe zu canceln. Ich bin da auch schon dahinter gekommen, das Problem in der Aufnahme, es klappt halt nun mal letzten Endes durch die ganzen Mini-Ruckler, sag ich mal, diese Mikro-Ruckler, letzten Endes gar nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Deswegen spielen wir ganz normal die Klasse, so wie es jeder andere normale Mensch dann auch letzten Endes tun würde. Oh, deswegen auch ihn nochmal hier schön rangenommen. Kriegen wir dich auf den Boden, komm mal her und ab in die Luft und wieder nach unten. Oh, sehr schön. Der Angriff ist auch so mächtig, der Berserker. Ist eine schöne, einfache Klasse. Macht halt Laune. So, einmal auf dem Boden, kriegt er mehr Schaden und vorbei. Und Kritten tun wir ja letzten Endes auch noch. So, was brauchen wir denn noch? Rippchen von den Vögeln, ja, haben wir gleich fertig. Das ist auch gut. So, dich einmal in die Hand genommen, ab nach oben. Bumm. So einfach ist es. Wir könnten natürlich mal eben kurz gucken. Geh mal in Kanal 4. Ihr seid in einen anderen Kanal gewechselt. Genau, mal eben kurz alles neu geladen, genauso wie alle anderen Viecher. Und dann geht's auch direkt weiter. Ja, klappt doch, wenn er dann noch alles geladen hat. Ansonsten, ja, immer noch genial. Bald kommen wir auch an das nächste Glücksrad. Da dürfen wir dann auch wieder dann unser Glück versuchen. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen, um dann auch an den Ohrring dran zu kommen, wiederum an die Waffe, damit wir noch stärker werden. Mit Stufe 29 geht es nämlich dann darum, dass wir uns das dann näher angucken, weil wir brauchen die Waffen-Upgrades, damit wir noch mehr Schaden verursachen. Ja, und darauf will ich dann letzten Endes auch hinauskommen. Oh, jetzt überfallen mich hier schon beide. Ja, komm mal ran hier, jetzt gibt's ins Gesicht. Ja. Sehr gut. Ah, die lassen auch ordentlich Sachen fallen, ne? Das ist schön, das ist schön. Das Einzige, was ein bisschen merkwürdig ist, wenn wir uns mal den Schrott angucken in diesem Spiel, es verhält sich hier anders zu anderen Spielen. Besondere Waffen oder Accessoires, die wir so dabei haben, haben einen Standardsatz von 1 Bronze. Je nachdem, wie besonders die Waffe ist in der Wertigkeit, desto höher auch der Preis beim Verkauf. Wiederum der Schrott, den man findet, wie zum Beispiel hier die zerstörte schmiedeeiserne Rüstung, die hat also jeglichen Schrott, den ihr in der Welt findet von Blade & Soul. Damit kann man kein Geld machen. Ich sammle die Sachen letzten Endes immer noch ein, weil 2 Bronze sind 2 Bronze und eigentlich kann man immer schnell das Zeug verkaufen. Aber jeglicher Schrott, den ich bis dato gefunden habe, auch später im späteren Spielverlauf, bleibt halt nun mal immer bei 1 Bronze das Stück. Ist wiederum etwas schade. Das heißt, wenn man hier Geld verdienen möchte, dann sollte man Dailies machen, auch im späteren Spielverlauf. Und davon hat man ja auch eine große Anzahl dann auch zur Verfügung. So, die brauchen wir gar nicht mehr. Die haben wir dennoch klein gekloppt. Aber hier machen wir kurz einen Prozess. Da könnt ihr verteidigen. Das durchbricht nämlich eure Verteidigung. Da habt ihr gar keine Chance. Olle Viper. Oh, das sieht doch richtig gut aus. So, hiervon noch ein paar gepackt und niedergeschmettert. Jawohl. Dann sind wir nämlich hier auch schon durch. Jetzt muss ich mal gucken. Jawohl, guck mal, das Erz ist da. Genau das habe ich nämlich gehofft. So ist das. Ja, das Erz ist sogar noch da. Und wir haben noch Spitzhacken. Jetzt wollen wir mal gucken, das gute Silikat. Wie viel Silikat bekommen wir? Das ist nämlich wunderbar. Wir bekommen 1 Wüstensilikat. Ist es denn wahr? Ach Mensch, schade. Aber immerhin, lieber 1 ist besser als keins. Und ich würde sagen, weil du auch so ein Dickerchen bist, geht's auch einmal nach oben und wieder auf den Boden. Klatsch. Ja, es ist schon cool, es ist schon cool. So, komm mal ran hier. Ich lege mal direkt mal flach. Jawohl. Und der Nächste, der wird eh angesprungen kommen.
funktioniert nicht. Oh, das funktioniert nicht, sagt er. Ja, jetzt können wir ihn gerade nicht packen. Ja, jetzt hätten wir die Möglichkeit gehabt. Das ist nämlich auch so eine Besonderheit beim Berserker. Man hat entweder blockdurchdringende Angriffe. Die gibt es durchaus, aber der Berserker macht es sich hier einfach. Wenn nämlich ein Feind meinte, er müsste blocken, dann kann der Berserker auch einfach sagen, nee, Junge, komm mal her. Wenn du meinst, du müsstest blocken, dann packe ich dich einfach mal und nehme ich dich mal ran. Ja, und das ist wiederum schon eine coole Sache. Ja, einmal hier rüber, ab auf den Boden, kriegst du noch mehr Schaden und mit der rechten Maustaste draufgehämmert. Ach, das ist schon geil. Berserker ist eine schöne Anfängerklasse. Um diesen Gegenstand benutzen zu können. Macht einfach Spaß. Ja, auch dich einmal oben und nach unten. Zack, ohne Probleme. Und Schmuck, Hals, jawohl. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Fahndungsplakate hier, ne? Kommt mal ran. Mal gucken. Ja, genau. Ja, ja, macht ihr mal. Ich werde hier direkt schon mal rübergehen zum nächsten. Ah, guck mal, jetzt können wir den packen. Kommt mal ran hier. Jetzt gibt's einmal hier Wirbelattacke. Ja, Gegenattacke. Genau. Macht euch bereit! Achso, ich habe keine Wut mehr. Oh, verdammt. Ja, das war jetzt schlecht. Egal. Wirbeln wir weiter. Zack, einmal durch. Funktioniert auch so ohne Probleme. Oh, da haben sie eine Menge Sachen dabei. So, von den Staubknurr-Dinger hier brauchen wir noch zwei Stück. Das heißt, einmal in die Luft und wieder nach unten. Perfekt. Ah, so einfach ist das. Ansonsten, was soll man dazu Großartiges sagen? Es gab den ersten großen Content-Patch. Ist natürlich jetzt schon. Ist abgeschlossen. Ja, vielen Dank. Schon ein Weilchen her. Und bald kommt auch der neue Content-Patch, also da geht es richtig weiter dann in Mushins Tempel, kann man dann, ich glaube, bis zur 8. Ebene dann sich hinaufkloppen. Das ist sehr, sehr interessant und wiederum kommt die neue Klasse dann, der Warlock, den man so schimpft. Ja, kontern kannst du hier viel, ab auf den Boden mit dir. Und die neue Klasse interessiert mich auch sehr. Es war so und so, der Warlock ist die erste Klasse, die mich so und so interessiert hat, wo ich mir halt die koreanischen Videos damals so angeguckt habe. Und ich bin wirklich gespannt, wann der dann auch erscheinen sollte. Ich meine, bis jetzt steht fest, der kommt am 2. März. Und den werdet ihr definitiv dann auch bei mir später sehen. Weil das eigentlich so meine Klasse ist. Ich spiele gerne einen Fernkämpfer. Ich habe jetzt nichts gegen die Melee-Klassen, ganz im Gegenteil. Ich spiele die auch sehr gerne. Bloß spiele ich halt, wie gesagt, gerne dann Ranged-DDs, also Fernkämpfer. Und ich glaube, dass diese Klasse doch wirklich etwas dann hat, was mich wirklich sehr interessiert. Ne? Der Gewaltenbändiger ist halt nichts anderes wie ein Magier. Was aber auch wiederum gut ist. Es ist eine schöne Klasse. Es war vorher meine Main-Klasse. Jetzt aufgrund dessen, weil der Account weg ist, wiederum nicht mehr. Aber, ja. Was ist ein C? Oh. Oh, cool. Echt jetzt? Haben wir den weggeschleudert? Okay. Eine neue Fähigkeit, die wir gelernt haben. Ach komm, jetzt block hier nicht, sonst hacke ich dir in den Rücken. Ja, und wie gesagt, ich glaube, im Deutschen heißt er dann Paktier, glaube ich, wenn ich jetzt mich recht entsinne. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er ist halt, er kann Angriffe in dem Sinne auch kontern zum Teil. Er kann Angriffe kopieren, das ist wiederum interessant. Die Fähigkeiten, wovon er eine ganze Palette hat. Und er kann dann auch letzten Endes sich wohl Dämonen halt nun mal heraufbeschwören kurzzeitig über einen gewissen Zeitraum, die dem Gegner halt nun mal dann richtig einheizen. Ja, also es ist so ein Mittelding zwischen Gewaltenbändiger, denke ich mal, und wiederum Beschwörer. So, aber erstmal zu dir. Was zur... Warum bringt ihr mir Raubvogelrippchen? Da ist doch kaum Fleisch dran. Ja, das war ein Befehl, ne? Schon gut, ich verstehe schon. Jong erlaubt sich einen Spaß mit euch. Das tat er auch schon mit mir, als ich erstmals Oberst Yonkai zugeteilt wurde. Er ist einfach ein Mistkerl. Na toll. Ihr scheint anständig zu sein, daher ein Rat. Lauft weg, soweit ihr könnt vom Oberst, bevor er euch nimmt, was ihr am meisten liebt und vor euren Augen zerstört. Nichts, was ihr verspricht, ist eure Seele wert. Das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kehrt zurück zu Ritschu, bevor ihr Verdacht schöpft. Alles klar. Viel Glück. Viel Glück. So, so, das heißt, wir sollten uns mal schnell von ihm wieder trennen hier, ne? Ich sah euch mit dem Koch herumstehen. Verschwendet nicht eure Zeit mit ihm. Ach so. Ich habe neue Befehle für euch, direkt vom Oberst. Helft Soha im Lager der Schatzjäger, das Nario Saraswa zu finden. Mhm. Sie ist eine Schatzjägerin. Der Oberst heuerte sie an, nachdem sie einige von Juwals Ja-Sagern ausgeschaltet hatte. Das gefiel ihm wohl. Ach so, so.
Findet Soha im Lager der Schatzjäger. Alles klar. Enttäuscht mich bloß nicht. Nein, machen wir nicht. So, hier oben noch die Nebenquest natürlich angenommen. Die Schützen. Da sollen wir hin, direkt ab rüber ins nächste Lager. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wir gehen auch direkt ins Lager. Das Silikat haben wir. Jetzt können wir eigentlich mal gucken. Wir sind nämlich gerade im vierten Kanal. Hier sind gerade nicht so viele Leute. Ist auch eine schöne Zeit. Wir haben ja immer noch Vormittag. Damit tummelt sich hier nicht so allzu viel rum. Und wie ich es mir dachte, wir haben Glück und dürfen hier noch ein bisschen Mineralwasser schöpfen. So, gib mal her. Können wir zwar nicht gebrauchen, dafür gibt es aber einen guten Preis dann im Handelsagenten, in dem Sinne auf dem Markt. Ne? So muss man es sagen, im Blade & Soul ist es der Markt. Kein Auktionshaus oder irgendwas anderes, der Markt. Ja? Gehst du auf den Markt, da schreien sich die Leute an, die dann ihr Zeug verkaufen wollen. Und wir haben etwas Mineralwasser für die anderen Berufe dann gesammelt. Wir haben ja noch ein paar Kelche, ne? Wie viel haben wir insgesamt? Ah, geht. Geht noch, geht noch. So, wen haben wir denn hier? Hallo. Hey, so kann ich Soha nicht sehen. Rückt ihr bitte ein wenig zur Seite? Wie, was? Ihr kennt Soha nicht? Habt ihr unter einer Düne geschlafen? Sie ist die größte Schatzjägerin und Schützin überhaupt. Ach so. Oh. Wie steht der Wind? Oh. Das heiße Eisen. Oh, interessant. So wunderbar. Wenn ich groß bin, möchte ich wie Sie sein. Naja, außerdem trinken vielleicht. Gut, dann unterhalten wir uns doch mal mit der Guten. Da oben ist sie nämlich. Also ich finde das total nett gemacht, wie sie die Charaktere vorstellen, dass die auch so ein kleines Intro-Video haben. Schon die ganze Zeit schon. Das ist richtig nice. Na du? Ihr Grünschnabel. Ich habe keine Zeit für solchen Kinderkram. Auf mich wartet Arbeit. Was? Dieser sandfressende Knorrsack. Gut, ich kann immer starke Arme brauchen. Zhongri Chu lässt mich auf jeden schießen, der etwas Verdächtiges bei sich trägt. Wie diesen hirnlosen Ja-Sager dort. Was er wohl bei sich trug? Geht und bringt das Paket her. Vielleicht ist ja das Nariu Saraswa darin. Man kann nie wissen. Man kann nie wissen. Rennt bloß nicht mit einem davon weg. Ich würde euch ohne nachzudenken den Skalp wegschießen. Ja, ja, ist ja okay. Ich hab euch im Visier. Ja, ja, hab uns mal im Visier. So, dann haben wir natürlich hier ein paar Aufgaben. Das heißt, wir müssen Pakete einsammeln, aber wiederum haben wir auch noch was ganz anderes. Und zwar müsste das da hinten sein. Wir kümmern uns erstmal um die Pakete. Warum denn eigentlich nicht, ne? Können wir ja mal eben fix machen hier. Also gib mal her, das Paket des Schatzjägers. Wie viele brauchen wir denn? 3 Stück brauchen wir. Eieiei. Die befinden sich hier nur bei diesen neuen Gegnern. Die sehen aber richtig mies aus, ne? Oh, vor allem der Dicke hier. Eindringling. Ich glaube, wir dürfen nicht an das Paket, bevor er meckert. Aber gucken wir mal. Darf ich hier dran? Meins. Nein! Oh mein Gott! Jetzt will er. Uah, ausgewichen. Haha, ja, tschüss. Würde ich mal behaupten. Na komm, was soll's. Komm ran, Dicker. Ah, du bist wieder ein Dicker, gehst hoch in die Luft. Hat aber auch ordentlich Leben, ne? Oh, nicht schlecht, die Gegner. Die kriegen schon richtig was drauf hier, ne? So, erstmal den Plünderer. Jawohl, der hatte gar keine Chance. Hat's kritisch getroffen ins Gesicht hier. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz hier rüber. Da haben wir nämlich noch so einen blauen Pfeil. Und da könnten wir Glück haben, dass wir da nochmal Silikat finden, ne? Ein bekanntes Gesicht. Ja, sprech mit Rin. Hm. Ich meine, der müsste oben auf den Steinen sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Deswegen werden wir direkt mal hier so ein bisschen außen rüber laufen. Denn wir dürfen hier von Stein zu Stein gleiten. Und das wird noch ein bisschen öfter kommen. Ja, es ist nämlich hier in Blade & Soul auch so, dass man hier so schöne Jump-and-Run-Einlagen bekommt. Oh, ich denke mal, die Gegner können uns hier nicht folgen. Ha ja, hallo, wer seid ihr denn, Krieger? Genau, und wir dürfen nämlich direkt hier weiter dann reisen.
Ich hoffe, das reicht. Und das war abstürzen. Ja, das sieht aber gut aus. Genau, hallo Krieger. Da ist Boa Ria und der schickt uns nämlich dann, glaube ich, auch weiter, oder? Dürfen wir direkt hier? Nee, er schickt uns auch weiter. Gut. Und einmal hier hinüber. Mit Vollspeed, denn ich weiß schon, welche Aufgabe uns hier erwartet. Die sage ich euch dann natürlich dann gleich. Genau, idiotischen Diebe, so ist es nämlich. Die haben besondere Bomben dabei. So, beschafft die Bombe von den roten Vipern und diese müssen wir dann einsetzen, um halt nun mal die Außengegner zu beschäftigen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn wir das hier machen. Okay, das funktioniert und dann könnten wir den einfach wieder anjumpen. Gut, haben wir uns darum schon mal gekümmert. Aber immerhin. So, mit der Bombe geht es nämlich darum, dass wir hier die Ruinen-Sandfresser zubomben. Genau, und die lassen dann Fragmentstücke fallen, die wir aufsammeln können. Hat natürlich bei mir einige Zeit lang gedauert, bis ich dann dahinter gestiegen bin, aber ja. Das ist ja das Schöne, auch wenn es nicht mehr komplett blind ist. Können wir hier ein bisschen Zeit sparen im LP. So, dann direkt damit zum nächsten und dann heißt es auch direkt wieder zurückgehen. Und das Schöne ist, die sind sofort One-Hit, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir dafür Erfahrung kriegen. Ja, ich glaube bis dato nicht, ne? Aber das geht ziemlich fix. So, komm, du kommst mal in die Hand und ab nach oben. Ich glaube, das macht den meisten Damage. Da haben wir gar keine Probleme mit. Und direkt zum nächsten Sandfresser. Komm mal her hier, du dickes Ding. Ihr müsst die Voraussetzungen erfüllen, um diesen Gegenstand benutzen zu können. Ich tu die Voraussetzung erfüllen. Ich habe eine Bombe in der Hand, ja, meine Gute. So, wie viele brauchen wir noch? Noch 5 Stück, da kriegen wir hin. Locker flockig, holen wir uns einen Speer. Oh, komm mal her. Mit dir gehen wir ein bisschen spazieren. Oh, jetzt darfst du hoch in die Luft. Das funktioniert nicht. Oh doch, und wie das funktioniert, glaub mir mal. Und die Bombe direkt rüber, zack, easy. Ach, schön, oder? Natürlich, wenn man in einer Gruppe spielt, kann man hier ein bisschen Zeit sparen, aber wiederum bekommen wir halt immer die volle Erfahrung. Und sind eigentlich immer auf der sicheren Seite, dass wir mit dem Level mithalten können, was die Gebiete dann angeht. So, das heißt, du kriegst auch mal einen auf den Kopf. Sehr gut, sehr gut. Und dann sind wir schon richtig gut auf dem Weg Richtung 29. Dann holen wir uns direkt die neue Waffe. Noch einmal dann nach oben und nach unten und vorbei. Sehr schön. So, waren wir noch welche? Ja, wir haben noch genug, ne? Wir haben hier noch ein paar. So, komm mal ran hier, zack. Sehr gut, dann brauchen wir schon neue Banditen. Müssen wir wieder zurücklaufen. Ach, ist das herrlich. Nee, der Berserker ist eine schöne Klasse. Also eigentlich habe ich mir am Anfang vorgestellt, oh, das Silikat ist da. Das ist sogar noch besser. Ich habe mir nämlich am Anfang gedacht, komm, wir spielen den Gewaltenbändiger weiter. Aber nein. Oh, dreimal Silikat war dabei. Das ist nicht schlecht. Ich meine, das meiste, was ich je bekommen habe, waren 4. Nee, aber deswegen, der Gewaltenbändiger ist eine schöne Klasse. Verteidige du mal. Und da müssen wir halt, na komm, werf. Jawohl. Dann können wir nämlich direkt die nächste Bombe auch mitnehmen. Nee, und da dachte ich mir dann halt einfach, nee, komm, weiße Gewaltenbändiger hast du jetzt schon die ganze Zeit so gespielt, den Berserker kennst du nicht und es ist eine schöne Klasse und die macht mir auch unglaublich viel Spaß, einfach weil sie so einfach ist im Grunde genommen. Natürlich gibt es hier auch ein paar Kombos, auf die man achten muss. Später auch im PvP. Mit 30 geht es dann ins erste PvP, in die PvP-Arena. Da werde ich euch natürlich dann auch mit hinnehmen. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie sich der Berserker da so schlägt. Das war nämlich dann wiederum mit, es war mit der Gewaltenbändigerin ziemlich einfach. Ich glaube, ich habe von 5 PvP-Spielen auf 5 gewonnen. Ich bin jetzt nicht der stärkste PvPler, ganz im Gegenteil. Ich wurde auch mit anderen Klassen ziemlich böse auseinandergenommen. Auch mit den Gewaltenbändiger dann gegen Ende mit Level 45. Und dann gab es da so die ein oder andere, ja, Klingentänzerin, der Blade Dancer. Oder wie man ihn auch schimpft, Blade Cancer. Und auch andere Klassen, die dich dann mit 0, nix da mal eben so nach unten kloppen. Aber lassen wir uns überraschen. Der Berserker, den finde ich sehr interessant. Müssen wir mal gucken. So, haben wir gemacht. Yonkai hat wohl ein gutes Händchen für Rekruten. Was war in dem Paket? Ja, guck doch selbst. Ein Brief an Ju Wall, die Anführerin der Ja-Sager. Das Nariu Saraswa besteht jetzt aus 2 Hälften. Die Staubbinder haben beide, aber sie streiten um sie. Aha. Die Schakale haben die eine und die Geier die andere. Also, folgender Plan. Ich gehe zum Schakalbau, ihr zur Höhle der Windschlangen. Ihr findet die eine Hälfte und ich die andere. Geht vor, ich komme nach. Das mit den Schakalen wird schnell gehen und ich muss Munition auffüllen. Okay, alles klar.
Das machen wir doch gerne. Jetzt kriegen wir natürlich einen Haufen Nebenaufgaben. Die werden wir natürlich auch mal eben fix annehmen. Und dann... Ne, jetzt reicht es noch nicht, ne? Nee, reicht noch nicht. Dafür müssen wir hier erstmal fertig sein. Hier haben wir noch eine Daily. Das ist sehr schön. Kriegen wir nochmal so eine Truhe als Belohnung. Dann können ja immer schöne Sachen drin sein. Ach du meine Güte, jetzt geht's los. So, du willst noch irgendwas haben hinter der Maske. Genau, ich weiß, worum es da sich schon handelt. Da haben wir nämlich ein Gewehr bekommen. Und wir müssen dann die neuen Gegner dann mal ein bisschen... näher anschauen, als es uns eigentlich lieb ist. So, mit dem Gewehr geht es nämlich direkt hier nach vorne. Wir müssen so, uns so ein Dickerchen holen, glaube ich. Die tragen nämlich so besondere Masken und unter der Maske haben die eine ganz hässliche Fratze, wie so ähnlich bei Alien vs. Predator. Die erinnern mich so an Predators, ne? Da sieht man es schon aus der Entfernung. Ich werde mal ein bisschen näher rangehen. Seht ihr diese dicke Maske, die sie tragen? Die werden wir jetzt mal runterholen. Zack, da ist sie weg. Oh, bist du hübsch. Ein bewusstloser Eindringling. Ja, sehr schön. Ja, lass mal gucken. Benutzt das Betäubungsgewehr. Genau, zack. Und dann haben wir nämlich schon die erste Aufgabe erledigt. So, der Rest ist natürlich wieder Schnetzeln. So ist es. Level 45 und Hong Moon 5. So ist es nämlich. 45.5, das war nämlich der letzte Content-Update, worüber sie sich gerade im Chat unterhalten. So, bitteschön, haben wir gemacht. Alles fertig, kriegen auch keine neue. Das heißt, wir dürfen schnetzeln gehen. Denn, auch wenn man Level 45 ist, darf man weitere 5 Level leveln im Grunde genommen. Man levelt 5 weitere Level, auch wenn man nicht Level 50 wird und erhält dadurch 5 zusätzliche Skillpunkte. Und das wiederum ist dann auch dann ziemlich cool, wenn man überlegt, wie groß eigentlich auch so bei jeder Klasse das Skillverfahren ist. Also es macht halt schon Spaß. So, lass mal gucken. Wir müssen Masken organisieren, dieses, jenes. Ach du meine Güte, wir müssen richtig viel schnetzeln. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns dann das nächste Mal an. Bis dahin.